hat sich nicht verändert, oder? Katastrophe, ne? Der kauft jetzt einen Sender nach dem anderen. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ja, in Hamburg hat er? Oh, gut. Ja. Naja. So, jetzt habe ich 10 Minuten, dann ist es 7,5. Ich muss auf die Uhr gucken. So, 12 Minuten. Ja, ich fange an jetzt. Ach so, er hört mich ja gar nicht. Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin. Und wir wollen heute über den Mittelstand reden. Das ist nämlich die Stütze dieses Staates, auf dem die soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland aufgebaut ist. Ohne die Mittelständler, das heißt der kleine Laden um die Ecke und das große Unternehmen mit 400 Beschäftigten, läuft nichts in dieser Republik. Und dazu braucht man natürlich auch Banken und die Partnerschaft von Banken. Und welche Bank könnte das besser machen, neben vielen anderen, nämlich die Berliner PSD Bank. Und ich spreche heute und habe eingeladen dazu Gerd Westermann. Herzlich willkommen. Dankeschön. Sie sind Vorstandsvorsitzende der Bank oder Sprecherin des Vorstandes, wie ist es korrekt? Sprecherin, ich bin die Sprecherin. Ja, aber gleichzeitig in der Funktion eines einer Vorstandsvorsitzenden. Mhm. Und Sie sind die einzige weibliche Vorstandsvorsitzende einer Bank in der Bundesrepublik, richtig? Ich glaube, da gibt es schon ein paar andere Damen. Ich gehöre mit zu den Damen, die es ja geschafft haben, worauf wir auch sehr stolz sind. Ja. Ja. Aber Sie stammen aus der ehemaligen DDR. Das richtig. Ist einzigartig. Richtig, richtig, richtig. Das hat noch keine dieser anderen Damen geschafft. Ja, weiß ich nicht, aber ja, stimmt, ich komme aus der ehemaligen DDR. Ja. Und ja, bin schon seit 12 Jahren im Vorstand, also insofern schon vor der Frauenquote. Ja, wie ist das? Eine ganz kurze Geschichte, Ihre Geschichte. Wie sind Sie denn in das Bankwesen gekommen? Ich nehme an, Sie waren noch ganz jung, als die Mauer fiel. Ja, ich war noch sehr jung. Also ich bin ja schon seit 33 Jahren in der PSD Bank heute. Und es ist ja damals keine Bank in dem Sinne gewesen, sondern die Selbsthilfeeinrichtung der Postbeamten. Adäquat, die Sparda-Banken sind die Selbsthilfeeinrichtung der Bahnbeamten. Ja, und ich bin im Prinzip früher Personalreferentin des Postfuhramtes gewesen. Und ja, Postfuhramt und Post, Spar- und Darlehensverein, da gab es eine gewisse Nähe. Ja, und ich habe da angefangen, kurz nach Mauerfall. Und wir haben dann im Prinzip ja den Osten Berlins erobert. Also die, quasi von einem Postamt zum anderen gefahren und da erzählt, was wir machen. Ja, und das war jetzt eine Zeit, wo, ich sag mal, die ehemaligen DDR-Bürger kannten keine Kredite. Und die schönen Autos gab es dann auch neu. Insofern gab es sehr, sehr viel Autowechsel, brauchte man einen Kredit. Und das war so die Anfangszeit, eine unglaublich spannende Zeit, die man miterleben konnte. Und ehrlich gesagt, in den 33 Jahren, wie ich dort arbeite, durfte man aus einer Behörde eine richtige Bank werden lassen. Ja, mit Dreiteilung der Post ist es ja dann aus einem wirtschaftlichen Verein dann auch irgendwann eine Genossenschaftsbank geworden. Und ja, insofern haben wir da Privatkundengeschäfte insgesamt gemacht, irgendwann gewerbliche Immobilienfinanzierung seit 15 Jahren aufgebaut. Ja, und vor 5 Jahren haben wir das Mittelstandsgeschäft erobert. Und Ihre Bank hat etwas, was ich noch nie in einer Bank gesehen habe, eine Weinbar. Ja, ja, das ist schön. Also, wir träumen noch davon. Also wir haben tatsächlich seit 5 Jahren den Plan, eine Weinbank zu bauen im Keller. Wir haben sehr viele Kellerräume, es gibt dieses Franchise-Nehmer-Konzept und wir warten noch immer auf eine Baugenehmigung. Erst dauert hier in Berlin manchmal etwas länger. Seit 5 Jahren, im Ernst? Ich erinnere mich, seit über vor 5 Jahren haben wir mal gesprochen darüber. Richtig. Da war das gerade im Werden in Ihrem Kopf. Richtig, richtig. Und wir haben aber in dieser Zeit es geschafft, nach 3,5 Jahren Wartezeit einer Baugenehmigung, unsere Filiale, wo man früher noch Pakete abgegeben hat, also von der Post. Das ist heute ein wunderschönes öffentliches Café mit der Berliner Kaffeerösterei. Und ja, und da machen wir viel Veranstaltungen und da gibt es dann immer guten Wein. Also selbst wenn es im Keller noch keinen Wein gibt zum Lagern, haben wir den dann bei unseren Veranstaltungen, die wir häufig machen für unsere Kundschaft. Aber jetzt mal ehrlich, ist doch eine Blamage, dass in Berlin es für so etwas, wo es doch gar keine Widerstände geben dürfte, sondern eher ein großes Lob und sagt, das ist ja toll. Was ihr da macht, da warten Sie 5 Jahre auf eine Baugenehmigung. Ja, also es muss man dazu sagen, dass das ein ganzer Baukomplex werden sollte. Letztendlich wollen wir ein Veranstaltungszentrum da bauen, also Kultursozialzentrum und auch einige Wohnungen. Ja, umso schneller hätte es richtig, gehen müssen. Richtig, also irgendwann hat der Senat dann auch aufgrund der Wohnungen dem Komplex zugestimmt. Nur die Weinbank ist noch ein offenes Thema, aber ich bin überzeugt, dass das dann auch noch kommt.
Und insofern können wir zumindest die Wohnung und das Veranstaltungszentrum bauen, weil das in Friedenau gab es da einen entsprechenden Bedarf, gerade auch für soziale Vereine, aber auch für unsere Unternehmer oder Start-ups, Treffen oder auch Kultur, Soziales. Also das soll dann da entsprechend stattfinden, weil unser schönes Postgebäude ist ein wirklich wunderbares Gebäude. Das wäre eigentlich viel zu schade, wenn wir das nur nutzen. Und wir hatten eigentlich vor, das Gebäude auch den Menschen zu öffnen. Deswegen auch das öffentliche Café, ist ja ein öffentliches Café. Und die Betreiber des Cafés sind Mittelständler. Ja, kann man genau sagen, die Berliner Kaffeerösterei. Das ist ein ganz tolles Thema heute. Richtig, richtig. Ja, und Sie steigen da ganz groß ein. Ja, als ich das erste Mal das von Ihnen gelesen habe, dass Sie ja jetzt etwas machen zum Mittelstand, habe ich gesagt, Mittelstand, da habe ich erst mal gedacht, was passiert denn da jetzt? Erzählen Sie mal. Ja, also wie gesagt, angefangen hat das Ganze, dass man irgendwann mit gewerblicher Immobilienfinanzierung begonnen hat. Das sind ja Investoren. Und dann haben wir 15 Jahre lang, ich sag das mal so lapidar, Bilanzanalysen gelernt und den Umgang mit Unternehmern, quasi Immobilieninvestoren. Und dann haben wir im Prinzip aus dem Kontakt heraus und der Erfahrung erkannt, dass die Unternehmer noch mehr Unterstützung haben sollten. Und wir haben Investitionskredite eingeführt. Wahrscheinlich auch brauchen, weil sie gar nicht so. Genau, großes Thema, Geschäftskonten eingeführt. Wir haben kurz vor Corona die Investitionskredite eingeführt mit einem Schnellkredit, mit Compeon zusammen. Wir kooperieren oft mit Start-ups. Und ja, das war im Prinzip der erste Schnellkredit am Markt. Das sind die kleinen Mittelständler. Das waren erstmal genau die kleinen, weil das war ja auch ein Schnellkredit bis 50.000 Euro. Dann kam Corona, wollte jeder KfW-Kredite. Dann mussten wir schnell umstellen auf KfW-Kredite, haben wir gemacht. Ist ja schon ein bisschen her jetzt und mittlerweile ist es so, dass wir das komplette Geschäft anbieten für die Unternehmer. Und vor allen Dingen haben wir ein Start-up selber gegründet, die Navida. Und das ist natürlich eine Besonderheit, weil die Navida ist quasi eine Plattform, ein Ökosystem, ein Marktplatz für die Unternehmer. Was heißt denn Navida? Ist das bestimmt eine Abkürzung? Ja, das ist, also der Ursprungsgedanke war eine Silbenzusammensetzung aus NA wie nachhaltig, WI wie wirtschaftlich, D wie digital und A wie in Action kommen, dass die Unternehmer sehen, dass sie digitaler werden und dass sie ihr Geld verdienen, auch Nachhaltigkeit nicht vergessen. Und hinterher haben wir mal gegoogelt, was das eigentlich bedeutet. Und das ist quasi ein afghanischer Mädchenname und der heißt übersetzt ja die erfreuliche Botschaft. Und das ist eigentlich das, was wir letztendlich den Unternehmern senden wollen. Welch ein Zufall. Die erfreuliche Botschaft, bei uns könnt ihr all eure Probleme gelöst bekommen, weil diese Plattform, so eine Unternehmerplattform gibt es so am Markt noch nicht. Das heißt, du kannst dort letztendlich durch das Angebot vieler anderer Unternehmer, die ihre Dienstleistungen und Produkte da auf der Plattform anbieten, auch ziemlich schnell deine Lösung finden, auch Kredite im Übrigen oder Fördermittel. Das müssen wir noch mal erklären. Ja. Also eigentlich stelle ich mir vor, Sie sind eine Bank, ich komme zu Ihnen, ich habe eine gute Idee, die aus Ihren Augen eigentlich nichts taucht, wie das ja oft so ist. Start-up-Leute sind so fröhlich und sagen, das geht. Und dann nach zwei Sätzen, nachdem Sie mir erklärt haben, eigentlich ist die Idee doch nicht so gut, erzählen Sie mir, aber wir haben eine bessere Idee. So ist das. Also wir haben das große Glück, dass wir eine KI einkaufen konnten von einem Geschäftsführer von einem Start-up, Marc Fischer. Der hatte damals eine KI entwickelt, mit Autisten im Übrigen zusammen, die quasi die Bedarfe der Menschen zwei Jahre vorwegnehmen kann. Das heißt, wir wissen... Blick in die Zukunft, die Glaskugel haben Sie erfunden. Genau, also dieses Tool ist tatsächlich in der Lage, dass wir wissen, übrigens in 40 Ländern der Welt, welche Bedarfe werden die Menschen in zwei Jahren haben. Was hat das für einen großen Vorteil, wenn jetzt so ein Start-up um die Ecke kommt oder ein Unternehmer? Dann wäre das ja immer schön, wenn man heute wüsste, ob das, was man da anbieten will, irgendjemand kaufen würde. Früher hat man gesagt, zur Wahrsagerin, lies mal die Linie. Ja, das hört sich ein bisschen Voodoo-mäßig an, aber man kann sagen, weil das Tool existiert seit 5 Jahren, dass wir da bei 12 Monaten eine über 95,4%ige Eintrittswahrscheinlichkeit haben und bei 24 Monaten immer noch über 90%. Das heißt, wenn ein Start-up kommt, können wir da reingucken. Er kann das selber tun, weil das, unser Marktplatz mit diesem KI-Tool, mit dem Zukunftstool, das ist jetzt seit 2 Wochen freigeschalten unter naveda.de. Man kann sich kostenlos registrieren und kann tatsächlich mal ausprobieren. Was muss ich denn da eingeben? Und auf die Antworten warten wir nach einer kurzen Werbepause, aber bin ich sehr gespannt. Ja, und wir werden das in der Pause besprechen, was wir denn da eingeben müssen. Nicht eingeben, wie viel Geld werde ich verdienen in 2 Jahren. Nee, das nicht. Wie sowas funktioniert. Das machen wir nach einer kurzen Werbepause und dann sind wir wieder da
mit Grit Westermann. Sie ist die Sprecherin des Vorstandes der PSD-Bank in West-Berlin. Richtig, in Straße, Friedenau. In Friedenau. Handjeri-Straße 33. Handjeri-Straße 33. Noch gibt es die Weinbäckerei nicht. Nein, wir arbeiten dran. Aber bald. Ja, genau. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. So, zurück in unsere Sendung Standort Berlin und wir reden mit Grit Westermann, die Vorstandsvorsitzende oder Sprecherin des Vorstandes der PSD-Bank. Und ein neues Modell gibt es, nämlich die gläserne Kugel, die jetzt in der KI zu Hause ist, bei Navidar. Genau. Navidar ist eigentlich eine Abkürzung für Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Digital. Aber dann hat Frau Westermann herausgefunden, dass es auch ein Vorname in Afghanistan. Mhm. Das heißt die Begehrenswerte. Die Begehrenswerte? Nein, das heißt die erfreuliche Botschaft, ja, die wir für die Unternehmen haben. Umgedeutet. Das finde ich gut. Weil Sie nämlich mit einem KI und jetzt mit der mittelständischen Wirtschaft eng zusammenarbeiten. Und Sie können, wenn ich ein Start-up-Unternehmer bin, mir voraussagen, wie mein Geschäft in 2 Jahren etwa laufen wird und wo ich dann stehe. Genau. Das ist ja genial. Ja. Da sagt es mir auch, wenn ich ganz brav bin, wie viel Geld ich in 2 Jahren verdiene, wenn ich Lotto spiele. Ja, Lotto spielen geht leider nicht. Also das ist ja, da kann man jetzt nicht den Bedarf messen, ja, letztendlich, weil wir ja Daten einkaufen im ganzen Internet, wie gesagt, 40 Ländern der Welt. Und insofern geht es eher nach den Bedarfen der Menschen. Was suchen Sie, worüber sprechen Sie, also so, womit beschäftigen Sie sich? Und ich will mal ein Beispiel nennen. Es gab mal eine grüne Soße von Heinz. Heinz kennen wir, ja. Ketchup Heinz, ja. Da gab es mal, grüne Tomatensoße. Kennen Sie die grüne Soße, eine grüne Soße von Heinz? Ja, die Tomatensoße. Ja, so. Grün. Gibt's grün, grüne Flasche. Genau. Ja, und wenn wir die Menschen fragen, ob die jemand kennt, dann meldet sich kaum jemand. Ja. Und das ist nämlich so, dass das der größte Flop überhaupt war und sich dieses Produkt jetzt in Schweden befindet, in einem Museum der größten Flops. Und warum ist das so? Ja, grün und Ketchup oder Tomatensoße, ja, grün, nicht. Das passt nicht. Aber unser Tool hätte das vorher Heinz sagen können, wenn die uns gefragt hätten, weil dieses Tool kann tatsächlich die Bedarfe sehr detailliert runterbrechen. Also wir können wirklich, ich mache ein Beispiel, wenn man Schuhhersteller ist, wissen wir genau, welche Schuhgröße, männlich, weiblich, welche Materialien, welche Schnürsenkel, welche Farbe, welche Noppen. Also so detailliert runter geht das. Und wenn ich mir vorstelle, jeder Unternehmer, der irgendwas anbietet, und jeder bietet was an, ob Dienstleistungen oder Produkte, wäre doch hoch erfreut, wenn er wüsste, ob das, was er anbietet, jemand nachfragt. Ganz persönliche Frage, kommt das denn auch oder ist es schon vorgekommen bei Ihnen, dass Sie ein Angebot, das Sie beurteilen sollen, beleihen sollen oder was auch immer, ja, und aus Ihrem innersten Gefühl sagen, das wird nichts. Und die KI sagt Ihnen dann, doch, das wird was. Ja, dass also Sie sich als Mensch geirrt haben, obwohl Sie ja eigentlich intellektueller höher stehen als die Maschine. Absolut, also gerade auch in Zeiten von Corona, wo wir alle nicht mehr so richtig an Restaurants geglaubt haben, nicht? Das war ja lange geschlossen, viele haben gekämpft. Mhm. Also es gibt verschiedene Beispiele, wo man sich nicht vorstellen kann, dass das Bauchgefühl vielleicht einen trügt, weil die Zukunft doch anders aussieht und die Bedarfe sich ändern. Man sieht ja auch aufgrund Corona oder Ukraine-Krieg, es gibt ja äußerliche Einflüsse, ja, verändert sich das Verhalten der Menschen letztendlich auch. Und die KI schafft es immer wieder, um zu switchen und das Verhalten, das Veränderte auch zu ermitteln. Was sie auch kann, ist auch die Saisonalitäten. Also die KI weiß ganz genau, ist das jetzt im Januar oder im Sommer oder, also sprich, in welchem Monat ist die hohe Nachfrage oder auch in welcher Region, nicht? Also wenn man jetzt gerade ja, Produktanbieter ist und vielleicht womöglich noch Lagerhaltung hat, wäre es ja irgendwie schön, dass man die richtigen Lager auch voll macht und nicht die falschen. Also insofern kann man da unglaublich viel A für die Unternehmer tun, wir als Bank, und B ist es für die Kreditentscheidung natürlich wertvoll. Ja, und dafür brauchen Sie die Nähe mit dem Mittelstand? Richtig, und das ist so, also wie gesagt, wir bauen jetzt seit 5 Jahren das Mittelstandsgeschäft auf. Uns ist es einfach wichtig, dass wir einen Unternehmer ganzheitlich beraten können, ganzheitlich Lösungen anbieten können. Und mittlerweile ist es eben so, dass dieser Marktplatz jetzt aktiv ist seit 14 Tagen. Wir hatten gestern den großen Zukunftstag des Mittelstandes, BVMW. Und da haben wir gemerkt, was das für ein großes Interesse gibt. Sowohl was die KI angeht, dieses in die Zukunft schauen, als auch der Marktplatz an sich. Da gab es viele Unternehmer, die gestern sich dort angemeldet haben als Partner, die ihre eigene Dienstleistung anderen anbieten wollen, weil das quasi
wie eine Vertriebsplattform für die Unternehmer ist. Also, wer trifft denn letztendlich die Entscheidung? Also letztendlich trifft immer noch die Kreditentscheidung, ja. Die treffen doch immer noch die Menschen. Aber es ist ja so, dass eine Bank sowohl Bilanzanalysen, Ratingsysteme nutzen muss. Das ist auch okay, aber du brauchst irgendwas dazu, weil das sind alles rückwärtsgewandte Daten. Und es ist wichtig, dass du auch ein bisschen mehr in die Zukunft guckst, weil die Welt verändert sich. Und insofern ist es wichtig, dass man da ein bisschen ganzheitlicher auch den Blick hat. Also nun bin ich, um in meinem Beispiel zu bleiben, ich habe jetzt eine Idee und komme zu Ihnen. Mhm. Und dann sitzen Sie dann nicht mit Blatt und Bleistift, sondern mit dem Computer und sagen Sie mir mal, wie viel Geld haben Sie, wann sind Sie geboren, was haben Sie vor? Ja, und dann geben Sie das ein und dann warten Sie, bis die Maschine Ihnen eine Antwort gibt. Ja, und das Schöne, ist das so? Das ist so. Und das Schöne ist, dass es uns gelungen ist, vor noch einer kurzen Weile hat man denn 7 Tage darauf warten müssen, dass die Maschine eine Antwort gibt. Und jetzt ist es so, dass man tatsächlich in Sekunden die Antwort bekommt. Also quasi wie in Google, man sucht was, man gibt was ein, man bekommt sofort Reaktion. Und da ist das genauso. Und das Schöne ist, man muss gar nicht zu uns kommen, um das rauszufinden. Man kann einfach, wie gesagt, auf die Navida-Seite gehen, weil Navida ist quasi die Plattform, wo kann man sich kostenlos registrieren und man kann selber zu Hause schon mal gucken, ob das, was man da sich überlegt hat, überhaupt jemand haben möchte. Ja. Also das kann quasi jeder tun, kostet nichts. Und wenn man mal tiefer greifende Informationen braucht, irgendwann kostet es schon was. Nicht? Was mich ein bisschen nachdenklich gemacht hat, war der Satz von Ihnen eben, wir gucken, haben nur Daten aus der Vergangenheit. Wir gucken aber in die Zukunft. Als Bank, ja. Genau. Ja, als Bank. Das heißt, die Daten können ja inzwischen veraltet sein. Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir 4 Jahre zurück Daten haben, weil das Tool gibt es schon 5 Jahre. Also die Daten sind in einem großen Datenbankpool. Und letztendlich ist es so, dass die Menschen, macht jeder wahrscheinlich mit seinem Handy, ständig am irgendwie suchen, schreiben, machen und tun sind. Also die hinterlassen einfach entsprechend Spuren. Dinge. Spuren, richtig. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir wollen eine Küche kaufen. Dann gehen wir ja nicht sofort los, eine Küche kaufen, sondern jetzt fangen wir an, erstmal zu googeln. Ja, welche Küche sieht gut aus? Was gibt es da für andere Feedbacks dazu? Wo kriege ich den höchsten Rabatt? Wo kriege ich den höchsten Rabatt? Welche Farbe? Welchen Griff möchte ich haben? Also man beschäftigt sich sehr lange. Und unser System hat in diesen Jahren gelernt, dieser Vorlauf, bis man dann eine Küche kauft, was passiert davor? Und dadurch, dass dieses, und das ist oft so, dass man, bevor man irgendwas konkret denn macht, davor findet was statt. Und das ist das eigentlich, was dann das System auch gut auslesen kann. Und das noch in Bezug auf die 4 Jahre zurück, wo wir die Daten haben, wo das System auch Saisonalitäten gelernt hat und dieses Verhalten der Menschen, diese Abhängigkeiten. Ja, daraus wird dann hochgerechnet mit vielen, übrigens 860 Algorithmen haben wir mittlerweile, die dann immer wieder gucken, welche Algorithmen können im Prinzip am besten die Zukunft vorhersehen. Ja, und nun haben Sie das alles errechnet und dann kommen Sie natürlich als Bank und sagen, wir finanzieren Ihnen das auch. Also im Endeffekt ist es so, wenn wir uns unsicher sind, ob man das finanzieren kann, es gehört ja oft noch dazu, haben wir den richtigen Manager. Ne? Hat der Manager sein Unternehmen die letzten Jahre gut gemanagt? Ist übrigens beim Start-up schwierig, weil da gab es ja noch nichts. Das ist immer ein Problem, das fängt gerade an. Das ist natürlich viel mehr Unsicherheit. Aber letztendlich ist es so, dass du immer ein Gesamtbild brauchst. Und insofern ist dieses Tool für uns als Bank ein zusätzliches Mittel, um dort eine gute Entscheidung zu treffen. Und vor allen Dingen, was noch viel wertvoller ist letztendlich, dass die Unternehmer, die mit uns im Gespräch sind, das Tool eigentlich selber haben wollen. Die wollen ja für ihr eigenes Business, die sind ja selber interessiert. Ja, die wollen die Glaskugel selber haben. Ist denn das, was ich hier tue? Es gibt ja Unternehmen, die haben sehr, sehr viele Produkte. Und man kann selber mal gucken, sag mal, will das jemand haben? Oder vor allen Dingen, wann mache ich meine Vermarktung an? Zu welchem Zeitpunkt mache ich das? Und wo mache ich das? Und das kannst du da alles rauslesen. Du kannst rauslesen, wer ist mein Wettbewerber? Und was wir übrigens auch mit dem KI-Tool können, das ist quasi ein kleines Abfallprodukt. Wir finden mit einem KI-Tool Talentzone heraus, wo sind die Arbeitskräfte, die du suchst. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, Plattformen, wo man Arbeitskräfte finden kann, nicht nur Stepstone. Und dann kannst du auf Knopfdruck rausfinden, wo befinden sich die, die du gerade suchst und wo sind die meisten und wann. Also die. Wenn das aber so einfach ist, wie Sie es jetzt schildern, dann hätten wir ja keinen Facharbeitermangel. Ja, letztendlich haben wir trotzdem Facharbeitermangel, das muss man so einfach sagen. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch immer mal Wechsel. Und dann ist gut, wenn du da an der Stelle bist, wo die sich befinden, die da gerade wechseln.
Und das, ja, insofern ist es auch gut, wenn du als Unternehmer eine gute Karriereseite hast und das beschreibst, was dich ausmacht als Unternehmen, was den Bedarf derjenigen, die dich suchen, trifft. Und auch da ist es, wenn du Bewerber suchst, guck, dass du gut aufgestellt bist mit deiner Homepage, mit deiner Plattform, die bauen wir übrigens auch. Und dann mach eine ordentliche Anzeige, die irgendwie interessant ist für den Bewerber an der richtigen Stelle. Und wie gesagt, da können wir ganzheitlich helfen. Sind Sie jetzt auch Unternehmensberaterin geworden? Im Endeffekt kann man das so sagen, weil ich glaube sowieso daran, dass jeder Firmenkundenberater einer Bank oder auch andere Berater, ob es der Steuerberater ist oder der Strategieberater, der Digitalisierungsberater, die Menschen, die Unternehmer beraten, die sollten idealerweise ein bisschen ganzheitlicher unterwegs sein. Da können die dafür unseren Marktplatz mitnutzen. Das gibt es übrigens schon, dass einige Beratungsgesellschaften das genau tun. Denn wenn ich mit meinem Unternehmer da sitze, erzählt er mir ja auch mal ganz viel, was er sonst noch für Probleme hat. Ja. So, und meistens kommt dann ja... Jetzt sind Sie auch noch Psychologin. Ja, sehe das nicht. Also, das meine ich gar nicht. Aber so, ach ja, würde ich ja alles machen, wenn ich Arbeitskräfte finde. So, und dann können wir natürlich helfen. Oder, ja, oder andere Probleme. Ja, ich muss jetzt nachhaltig sein. ESG-Kriterien muss ich jetzt erfüllen. Was mache ich denn jetzt? Ne? Und solche Themen, und dann können wir helfen. Und dann helfen wir nicht selber, sondern haben wir ja die Partnerunternehmen, die das können. Und wir können dann wunderbar die Unternehmen miteinander verbinden. Und deswegen muss Ihre Weinbänke fertig werden. Das muss fertig werden. Da gibt es eine große Nachfrage. Es ist viel einfacher zu plaudern. Das, absolut. Und es gibt auch so eine große Nachfrage. Deswegen wünschen wir uns sehr, weil es sind ja viele Unternehmer, die das machen. Nicht? Also das ist ja auch... Jetzt stelle ich noch eine politische Frage an Sie. Bedeutet das, dass wir eine Veränderung in der Unternehmens- und Bankenstruktur haben, dass die Banken immer mehr auch tatsächlich zu Unternehmensberater werden müssen? Ja, also ich persönlich glaube auf jeden Fall dran, zumindest die Banken, die auch mit Unternehmern zu tun haben, die sollten da wirklich ganzheitlicher, vernetzter unterwegs sein. Also heute oder in der Vergangenheit ist es ja immer so, der Firmenkundenberater kennt seine Unternehmer und weiß natürlich, du hast ein Problem, da kenne ich den anderen Unternehmer und dann bringt man die zusammen. Das hat ja schon all die Jahre so stattgefunden. Und diese vielen Netzwerke, die wir am Markt haben, die Unternehmernetzwerke, die es ja gibt, wo man froh ist, dass man sich mal trifft, trinkt man ein Weinchen zusammen, unterhält sich, kriegt 20 Visitenkarten, die du dann abends dann so händisch eintippen musst, weil kein Barcode drauf ist. Hinterher fragst du dich, wer waren eigentlich diese vielen Menschen? Kann man sich gar nicht alles merken. Das ist einerseits total schön, und andererseits brauchst du diese digitale Plattform, wo du das dann, ich sage mal, an einer Stelle findest, um dein Problem gelöst zu bekommen. Die Kombination aus Menschen, die sich treffen, und aus digitalisierten Lösungen, das ist eigentlich die Welt. Deswegen auch Weinbank. Ja. Ne? Ich mag das mit Menschen direkt in Kontakt sein. Die steht ja noch nicht. Ne? Hoffentlich wird die bald fertig. Aber das Ziel, aber egal. Aber dieses Persönliche ist wichtig und das Digitale in Kombination. Das und das Ganze heißt Navida. Ja, mit W im Übrigen. Es gibt Navida mit V, mit W. Navida, ja, mit V heißt das ganz anders. Das ist eine andere Unternehmung, genau. Ja. Also Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Digitales. Richtig. Und A ist in Action kommen. Also die Unternehmer müssen sehen, dass sie da erfolgreich sind. Denn ja, Sie sind ja schon schwer in Action. Ja, ich bin sehr in Action, das stimmt. Aber ich sage auch immer, wenn wir von ESG reden, wir können nicht nur ökologisch denken, wir müssen eben erstmal wirtschaftlich erfolgreich sein, um entsprechend ökologisch denn... Ne, da zu investieren. Die Kuh müssen wir erstmal füttern, damit sie Milch gibt. So, und auch entsprechend die sozialen Themen zu bearbeiten. Ja. Ne? Erstmal müssen wir einen wirtschaftlich starken Mittelstand haben. Schönes Schlusswort von Grit Westermann, Sprecherin der PSD Bank und Unternehmerin, kann ich fast sagen, Unternehmensberaterin. Navida, merken, ist ganz wichtig. Also ist nicht ganz die Glaskugel. Nicht alles erfahren Sie da, aber das bringt Sie auf den richtigen Weg. Wenn Sie zumindest Start-up-Unternehmer sind, denn die Zukunft ist schwer voraussehbar, es sei denn, ich gestalte sie selbst. So, sehr gut. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie heute da waren und viel Erfolg, viel Glück und das Bündnis Mittelstand und Ihre Bank muss fruchtbar werden. Wenn wir das nächste Mal hier sind, dann bringen Sie die Kugel mit. Das mache ich sehr gerne. Dann machen wir jetzt Spielchen. Ja, danke. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder jeden Samstag 21:40 Uhr auf TV Berlin. Danke für heute und tschüss.